Guten Abend zusammen. Die nette Kollegin hat schon gesagt, ich bin Erwin Mischkin, nenne mich Vital Energy Coach. Viele denken immer, was heißt das, wo kann man das lernen? Ich habe das im Leben gelernt und habe mir diesen Namen selbst gegeben, weil ich damit ausdrücken wollte, wie wichtig es für mich ist, vital zu sein. Wer von euch möchte nicht vital sein? Seht ihr? Alle möchten vital sein. Es geht immer um Energie. Jeder möchte energievoll sein. Jeder möchte, dass es mir gut geht. Also, dass es nicht mir gut geht, sondern jeder möchte, dass es einem gut geht. Hört sich auch komisch an, einem gut geht, ne? Und wie geht es mir gut? Indem ich energievoll bin. Wenn ich energievoll bin, werde ich nicht krank. Ärgert mich meine Frau nicht, ärgern mich meine Kinder nicht, der Nachbar nicht, die Arbeitskollegen nicht, dann bin ich einfach bei mir, in meiner Präsenz. Und darum geht es mir auch. Das erreiche ich auf verschiedenste Art und Weise. Eine Möglichkeit ist, viel zu meditieren, viel geistige Dinge zu machen. Habe ich auch eine ganze Zeit lang gemacht, war auch sehr effektiv, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, dieser Körper hier, der mich mein Leben lang schon begleitet und hoffentlich auch noch einige Jahre begleiten wird, der muss mitkommen auf dieses Energieniveau, was ich mir geistig immer geschaffen habe, und habe manchmal gemerkt, der kommt nicht mit, weil ich mich eben schlapp und müde fühlte im Körper, geistig fit, aber der Körper war nicht so da. Und da habe ich mich gefragt, was kann ich tun? Dann erinnerte ich mich an meine Sportlervergangenheit, als ich fast mal Fußballprofi geworden wäre. Da war ich richtig fit. Nun bin ich aber ein bisschen älter und habe gedacht, wie kann ich das jetzt schaffen? Da kam mir ein Vortrag über den Weg über grüne Smoothies. Da dachte ich, das höre ich mir mal an. Am nächsten Tag habe ich mir einen Mixer gekauft und habe grüne Smoothies gemacht mit... Wer von euch trinkt schon grüne Smoothies? Ja, super, toll, klasse, finde ich gut. Es werden immer mehr, oder wir werden immer mehr, das finde ich total toll. Weil ich glaube, letztendlich ist das eine Möglichkeit und ein Mittel, ein sehr effektives Mittel, um eben diese Verbindung zwischen Körper und Geist hinzubekommen. Weil grüne Smoothies auf der einen Seite meinem Körper dienen, weil sie mich satt machen, weil sie mich energievoll machen, aber auch auf einer gewissen Art und Weise meinem Geist dienen. Warum? Weil grüne Smoothies eben für mich zumindest, und viele Literatur bestätigt das auch, viele Experten, die grüne Smoothies selbst trinken und propagieren, dass man sie trinken soll, sagen, dass das Lichtnahrung ist. Lichtnahrung durch die Sonne. Die Sonne ist auch in diesem, ist das echt? Ja. Ist in diesem Blattgrün hier gespeichert. In jedem Blatt ist Sonnenlicht gespeichert. Das ist das Tolle. Ich kann natürlich jetzt einhergehen und sagen, so, Sonnenlicht, Kraft meines Bewusstseins, Kraft meiner Gedanken, kann ich das auch? Nicht immer, aber manchmal kann ich das auch. Ich kann dahergehen und versuchen und schaffe es manchmal auch, diese Kraft des Blattes durch meine Hände in mich zu übertragen. Nun ist das aber eine Methode, die nicht immer hilfreich ist, weil eben der Geist auch nicht immer mitmacht. Deshalb ist es viel einfacher, finde ich zumindest, mir das physisch zugute zu machen, indem ich nämlich dieses Blatt nehme, das in einen Mixer tue, der hochdreht, und dann mache ich mir einen grünen Smoothie. Dieser grüne Smoothie verhilft mir eben, auf der einen Seite satt zu werden, auf der anderen Seite eben dieses flüssige Sonnenlicht zur Verfügung zu stellen. Warum eigentlich flüssiges Sonnenlicht? Kann mir das jemand beantworten? Warum soll ich flüssiges Sonnenlicht zu mir nehmen? Wir versuchen ja alle lichtvoll zu sein oder zu meditieren und im Licht zu sehen, Licht und Liebe. Immer wieder so Stichworte, Licht, Liebe. Hier am Anfang hat der Schirm, nicht der Schirm mehr, dem das Gelände hier gehört, hat gesagt,
Er wünscht uns Licht, Liebe, Leichtigkeit. Ja, wunderbar, genau das sind so die Stichworte. Aber dieses Licht muss ich erstmal in mich bekommen und das schaffe ich eben durch viel Meditieren, durch Kraft meiner Gedanken, Kraft meiner Imagination und durch Lichtnahrung. Lichtnahrung, physische Lichtnahrung. Es gibt natürlich auch Lichtnahrung in Form von eben, indem ich mir das vorstelle. Hat jemand von euch schon mal einen sogenannten Lichtkörperprozess gemacht? Ihr kennt alle die Jasmuin, die ja von Licht lebt. Es ist möglich, letztendlich sind wir nichts anderes als Licht. Dieser ganze Körper ist Licht, das alles ist nur grobstofflich. Das ist geronnen sozusagen, zusammengesetzt aus Billionen von Atomen. Letztendlich ist das alles nur 99,9% Atom. Durch Licht zusammengesetzt. Kraft unserer Gedanken ist das zusammengesetzt. Auch hier, wo ich drauf stehe, ist im Grunde genommen nichts anderes als Atome. Und dieses Licht setzt sich eben da zusammen, indem wir so sagen, das ist eine Bühne. Darüber lässt sich jetzt natürlich noch viel mehr reden und auch noch aus Quantenphysik, habt ihr sicherlich auch schon mal gehört. All das kommt in diese Thematik. Alles ist eben nur zusammengesetzt aus Atomen. Aber das ist halt ein bisschen abstrakt. Ich möchte nicht abstrakt sein oder werden. Ich möchte das, was ich zu mir nehme, propagieren. Und das ist eben was Grünes, dieses grüne Smoothie. Für mich eben auch Lichtnahrung. Ich hatte vorhin erzählt, ich habe, nachdem ich diesen Vortrag gehört habe, angefangen mit grünen Smoothies zu trinken. Diejenigen, die sich eben gemeldet haben, was macht ihr so in, oder was, womit mixt ihr das? Was tut ihr da rein? Nimmt jemand Wildkräuter grün? Ja, grün. Deine Tasche ist auch grün, kommt die auch in den Mixer? Nein. Was Lebendiges. Das ist das Stichwort, was lebendig ist. Wir sind lebendige Wesen. Und was essen wir? Pizza, Pasta, Pommes. Ist das lebendig? Geh mal einkaufen. Oder jeder von euch geht einkaufen. Du schiebst deinen Wagen vor dir her und sei mal ehrlich zu dir. Schau mal darunter in deinen Wagen. Wie viel davon ist lebendig? Du bist ein lebendiges Wesen. Und ich möchte sagen, weniger als die Hälfte von dem, was in deinem Wagen ist, ist lebendig. Behaupte ich jetzt einfach mal ganz frech. Einige werden sagen, nein, bei mir sind es 3/4. Aber letztendlich ist es so, wir sind noch so dabei, weil wir uns noch nicht ganz umgestellt haben auf Rohkost, auf Lichtnahrung, dass wir wirklich, meiner Ansicht nach, ganz krass gesagt, tote Nahrung zu uns nehmen, viel tote Nahrung. Nicht nur das, was ich einkaufen gehe, sondern das, wie ich es auch zubereite. Alles, was ich über 42 Grad koche, ist kaputt, ist tot. Warum? Weil der Großteil an Enzymen, an Vitalstoffen verloren geht durch das Kochen. Nun ist Kochen natürlich auch toll und schmeckt auch wunderbar. Und soll auch sein, auch eine Schweinshaxe oder so, soll sein, wenn man sie mag und wenn man kein schlechtes Gewissen dabei hat. Auch das spielt immer eine Rolle. Man sollte das zu sich nehmen, wenn man Spaß daran hat, wenn man Freude daran hat, wenn es richtig gut schmeckt. Aber es sollte nur ein ganz kleiner Teil der Ernährung sein, die ich zu mir nehme. Der andere Teil sollte lebendig sein. Wer von euch möchte nicht lebendig sein? Alle, jeder möchte lebendig sein. Und deshalb möchte ich immer wieder auch unterstützen. Esst lebendige Nahrung. All das, was ihr hier so seht, was Karotten, all das, was in der Erde wächst, was unter der Erde wächst, ist lebendig. Und all das, was wir in